Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays, The Order 1886. Heute geht es direkt da weiter, wo wir im letzten Part stehen geblieben sind. Let's go! Verstaut die Ausrüstung. Lafayette und Galahad, bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz, Monsieur? Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit, zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr. Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen? Dann lasst uns gehen. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair und Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Ich hoffe's doch. Das muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja. Naja, nicht nur ich. Das hast du schon mal gesagt. Nicht nur der Orden. Geduld, alter Freund. Ich auch. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit, Nicht vergessen. Tarnmodus. Dass ich sowas von einem Verdächtigen höre. Ich Ihnen versichern, ich werde schweigen wie ein Grab. Also, Verdächtigen anhören muss. Der Weg scheint frei von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay. Dann haut rein. Achtung. Los. Jo, hi. Was? Okay. Dann lass mich mal nach oben. Ja. Oder nö, ich muss hier weiter, oder was? Er sichert das Cockpit und wartet auf weitere Befehle. Ja, nee, ist klar. Jeha, ist das ja mal genial. Hochdrücke. Gut. Wurde nicht bemerkt. Und das in einem echten Zeppelin. Wir müssen die Steuerung finden. Die Steuerung ist doch das hier, oder? Sowas. Dann aktivieren wir das mal. Eine Todesfalle? Nö. Das ist doch lustig, sowas. Hier drin fühle ich mich wieder sicher. Nur außerhalb nicht. Tja, tut mir leid. Stromausfall. Das ist was für Mechaniker, keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Naja. Voilà. Galahad, Lafayette, die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Wie gesagt, sorry, es tut mir leid, wenn ich manchmal nicht rede, aber ich möchte da eigentlich nicht viel dazwischen quatschen. Auch wenn ich es manchmal trotzdem tue. Unentdeckt. Sollte doch eigentlich machbar sein. Nein, das war zu früh und ich bin tot. Das ist ja mal ein geiler Start beim ersten Mongo. Na dann, im richtigen Moment, das wusste ich natürlich nicht. Deswegen, yo, jetzt. Seht ihr, wenn ich weiß, was ich machen muss, dann ist es auch easy going. So, umgelegt. Okay, eine weitere Trophäe freigeschaltet. Okay, dann renne ich da mal an dir vorbei, Kleiner. Ja, ich weiß, wie ich mich schneller bewegen kann. Ey. Ach so, dort geht es lang. Oh Mann. Mann, bin ich im Pfosten zwischendurch. Mein Instinkt, mein Spürsinn richtet mich führt mich überall hin, denn ja, ich spiele viele Suchspiele, also ja. Deswegen eben Mass Effect und so, wo man Sachen aufsammeln muss und ja.
Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Jo, improvisieren ist immer eine gute Sache. Muss ich auch viele Male bei meinen Aufnahmen. Weil ich teilweise Texthänger habe, weil ich voll im Geschehen bin und dann vergessen habe, was ich sagen wollte. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf Ihr Zeichen. Okay, auf mein Zeichen. Dreieck. Also, mach mal. Und? Aber hier, all diese... Ui. Das war etwas unschön. Oh yeah. Und jetzt, was willst denn du noch? Sorry. Und jetzt bekommst du eins auf die Arme. Und jetzt noch mit Gefühl. So, ein Riesenteil. Das Schiff im Namen der Freiheit. Im Namen der Freiheit. Das Cockpit ist gesichert. Ich mag den sonst nicht, aber... Wie ist euer Status? Das hat gepasst. Ist in der Nähe des Ballsaals, hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen. Immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Ach komm, vertrau ihm. Er ist sowieso ein Möchtegern Perfektionist. Dann wäre er wohl kaum... bekloppt sein und der wird wohl kaum so bekloppt sein und sich seinen Platz wegschnappen lassen. Sorry, tut mir leid, nicht gegen mich. Nur weil oder einfach schlampig werden hier. Nur weil er mit mir hier ist. Da die beiden sich nicht gerade immer mögen. Lalala. Und jetzt, was soll ich jetzt noch tun? Und da komme ich. Kann ich hier irgendwelche Türen öffnen? Wäre noch so von Vorteil, wenn ich das wüsste. Ach so, hier. Vor meine Nase. Und natürlich muss ich die wieder selbst aufmachen. Die geht nicht einfach von selbst auf. Wie könnte es denn anders sein? Könnte ja sonst zu leicht sein für mich. Nur die Türe normal aufzumachen. Na los. Einmal Türe auf. Und die nächsten ausnocken. Ich möchte schon so viel wie möglich hinbekommen in einem Part. Wenn ich schon nur 15 Minuten Part hinkriege. Na dann. Dort hinten sehe ich doch Licht. Vergiss mein nicht. Na komm. Kleiner Mann, ganz groß. Oder auch nicht. Sorry. Tja, der ist dort hinten. Der kommt jetzt nach vorne. Ich hoffe, der sieht den hier nicht. Ansonsten habe ich ein little bit problem. Ich hoffe, ich kann dort weg. Nö, könnte ich nicht. Dann wechsle ich mal kurz die Seite. Jo, er dreht sich wieder um. Dann kann ich nach unten. Und ihn auch noch ausnocken. Na los, komm schon. Wird angezeigt. Ja, los. Und keine Fehler. So muss das sein. Gibt es hier sonst noch was zum Mitnehmen? Sieht nicht so aus. Also an die Wand lehnen musst du dich nicht mehr. Jetzt sind keine Gegner gerade mehr hier. Also ich sehe gerade keine. Doch. Dort? Unser Lord Hastings dürfte so klug wie zuvor sein. Naja. Wenn ihr ihn klug nennt, dann habt ihr mich noch nicht erlebt. Vielleicht bin ich nicht so wortgewandt in manchen Sachen oder
Weiß nicht, was ich manchmal sagen soll oder so. Aber hey, jeder hat so seine Macken. Ich war immerhin Legastheniker und rede mittlerweile fast flüssig. Also, naja, läuft doch. Jeder, der das nicht weiß, also jetzt wisst ihr es ja, aber würde das kaum glauben, höchstens, dass ich ein bisschen ein dümmerer Mensch bin, weil ich manchmal so stottere oder so, oder die Worte nicht finde. Aber wie gesagt, Macken haben hat jeder von uns. Leider. Kommt schon. Ach so, jetzt kommt noch eine Cutscene. Coole Sache. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan, recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gellert hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, wenn es die Situation erfordert. Wir fahren wie geplant fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Okay, machen wir das. Da geht's einmal quer nach oben. Oder steil nach oben. Oh, dort ist eine Granate oder so, die ich gerade gesehen habe. Gar nicht mal schlecht. Das heißt, hier wird auf jeden Fall noch geschossen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum sonst dort eine Granate liegt. Das werden wir aber im nächsten Part, glaube ich, erst sehen. Weil ich habe nur noch knappe 2 Minuten zum Aufnehmen und naja. Das denke ich nicht, dass in den nächsten 2 Minuten noch ein riesiger Kampf auf Position bevorsteht. Wäre ja noch schöner. Also für euch, nicht für mich. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen die gestohlene Uniform der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. Okay. Friedrich, ich sehe nichts. Was denn? Ein Abzeichen, welches denn? Doch, ich sehe. Abzeichen bestätigt. Jo. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Die restlichen Wachen. Eine ist hier. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Die nächste Wache sollte. Kann die richtige Schulter nicht sehen. Na komm, zeig dich. Ist kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Na dann, machen wir doch das noch. Hier. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weiter suchen. Das war der letzte. Gut. Eliminieren alle Bedrohungen. Bestätigt. Okay, bitte. Bevor wir das machen, würde ich sagen, beende ich hier den Part und würde sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Denn das finde ich wieder so ein schöner Cliffhanger. Wenn sowas bevorsteht, dann habt ihr auf jeden Fall wieder einen Grund, vielleicht im nächsten Part einzuschalten. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tödelö.